So, und jetzt. Jetzt gehen wir so langsam in die richtige Richtung. Aus der Richtung ist ja auch das Geräusch gekommen vorhin, ne, was ich nicht wahrgenommen habe. Okay, das hätte ich jetzt aber auch nicht. Denn der Schrank ist jetzt offen. Der war vorher zu, dieser Spiegelschrank. Und da ist der nächste Hinweis, mit dem wir interagieren müssen. Ein Schwangerschaftstest. Ich wollte gerade sagen. Er hat sich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, dass sie schwanger ist. Ja. Und jetzt flackert nämlich das Licht links im Schrank. Ja. Deshalb gehen wir da auf jeden Fall erstmal nicht Und hin. vor allem hier, das Puppenhaus ist beleuchtet jetzt. Oh Das ist noch ja. viel wichtiger. Deswegen nehme ich auch wieder das Kruzifix in die Hand. Da steht auch die Puppe so, dass sie jetzt raus. Ach nee. Ich vermute nämlich, dass das gar nicht wir und Mr. DeMar sind oder wir und der Dämon oder irgendwas, sondern dass das tatsächlich Mr. DeMar und seine Frau Maria sind, diese beiden Puppen. Da hatte ich jetzt geguckt, steht da jetzt am Waschbecken, aber hier ist keiner. Was wird also gerade von uns erwartet? Auf jeden Fall nicht in den Schrank, wo das Licht flackert. Nee, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich spinne. Was soll ich denn da? Also ehrlich, da will ich auch nicht hingehen. Vielleicht nochmal ein bisschen Licht machen. Es ist gerade sehr dunkel hier. Ja. Pillendose? Da ist eine. Also sie hat anscheinend irgendwelche Pillen genommen während der Schwangerschaft. Und jetzt ist das Dingens da angegangen. Über dem Baby. Oder auch nicht. Ich habe genommen, was mir gehört. Er ist jetzt bei mir. So, und das war der Moment, wo ich wieder gedacht habe, jetzt steht was hinter mir, oder? Und hörst du's? Komm näher. Und hörst du dieses Quietschen? Was könnte das nur sein? Ach nee, ernsthaft. Ach Mensch, das ist ja hübsch. Ich, This house holds secrets. Let me show you. Dieses Haus hat Geheimnisse. Lass sie mich dir zeigen. So, jetzt können wir nämlich wieder in den Schrank rein. Okay. Jetzt ist nämlich auch das Licht wieder explodiert. Ja. Ich habe gehört, das kommt hier in der Gegend häufiger mal vor. Rufen wir einen Techniker. So, und du? Habe ich gedacht, vielleicht das Plakat, aber nein. Auf dem Fußboden war irgendwas. Irgendeine Spur, irgendwas in der Art, aber so richtig zuordnen konnte ich das nicht. Habe ich gedacht, Mensch, da kommt doch Licht durch. Und dann gesehen, oh nee. Das ist wohl falsch. Vielleicht damit? Nein, damit kann man nicht interagieren. Dann habe ich gedacht, vielleicht irgendwo hinter den Klamotten versteckt. Und Tatsache, ich glaube, in dem Moment, wo ich das Inventar aufgemacht habe, habe ich es nicht gesehen. Okay. Ja, sieht ein bisschen. Auf einmal war es Licht aus. Oh. Also nochmal. Ich dachte hier vielleicht mit den Schuhkartons oder sowas, aber mit denen kann man leider auch nicht interagieren. Okay. Ich bin halt manchmal einfach ein bisschen blind und schwer vom Begriff. Okay.
Ihr habt es doch bestimmt alle schon gesehen, oder? Ja, du hast auf der falschen Seite gedrückt, oder nicht? Oder? Auf der falschen Seite? An der Wand? Oh, not. Hab ich's noch gar nicht gesehen. Dann habe ich jetzt versucht, das Plakat da umzuschmeißen, aber das ging auch nicht. Jetzt ist es mir aufgefallen. Also. Oh, dann nochmal neu Licht. Licht. Und Mannequins! Der Traum eines jeden Horrorspielers. Ah, die da hinten ist ja wunderschön, diese. Ach, Gott. Ich finde es ein bisschen schade, ich habe tatsächlich, aber das ist... Natürlich habe ich mit der VR-Brille einen etwas größeren Ausschnitt gesehen als jetzt hier in der Aufnahme. Da hat man das viel schöner gesehen, wie ich getanzt habe. Und jetzt war ich wieder hin und her gerissen, ja? Möchte ich da hinten Licht haben, weil da rechts, links ist ja die dunkle Ecke? Mhm. Oder habe ich lieber meinen Kruzifix in der Hand und kann mich daran festhalten? Da ist sehr dunkel, ja? Ich erinnere mich noch. So. Hier ein Schminktisch, aber der Spiegel zerschlagen. Was auch immer du glaubst, du wirst für mich immer wunderschön sein. Ja, das Letzte, was man einer Frau sagen sollte, die im Moment der festen Überzeugung ist, ihr Aussehen wäre eine Katastrophe. Ja. Weil damit bestätigt man sie quasi in ihrem, ja, in ihrem Denken. Ja, du siehst scheiße aus, aber mir ist das gerade egal. Ja, genau das. Wobei, ich glaube, das sollte man noch keinem Mann sagen. This is a private party, Maria. Don't let him in. Why not the door lock, I know? Are you crying me out? That's what's inside. Jo. Okay. An dieser Stelle werde ich übrigens das Gefühl nicht los, dass wir irgendwas verpasst haben, dadurch, dass ich die Lichtquelle weggesteckt habe. Wenn wir jetzt uns die Tür nochmal angucken, ist alles wieder normal. Okay, aber irgendwas wimmert dahinter. Und wenn man sich jetzt mal die Geografie dieses Stockwerks, den Aufbau, die Architektur dieses Stockwerks, das wollte ich sagen, so ein bisschen vor Augen führt nochmal, hat man vielleicht auch schon eine Idee, was hinter dieser Tür sein könnte. Stand da nicht das Bad dahin? Oder die Treppe? Ja, eigentlich die Treppe, oder nicht? Auf einmal war das Kruzifix weg. Ja. Ich glaube, da bin ich irgendwo hängen geblieben mit der Physik-Engine. Okay. Solange es mit, ich schließe mal das Menü und öffne es wieder auftaucht, ist es doch... Jetzt war ich wieder etwas unsicher, was dann als nächstes zu tun ist. Denn, und das haben wir ja schon relativ zu Beginn dieses Kapitels etabliert, ich bin halt einfach zu dumm zum Türen öffnen. Okay. Türen sind also dein Feind. Und Treppen. Oh. Und Leitern in diversen Ego-Shootern. Oh ja, ja, ja. Jetzt habe ich überlegt, vielleicht doch nochmal die Tür. Ich weiß es nicht.
Ich bin aufgeregt, mein Fuß juckt. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass mich eine von diesen scheiß Puppen anspringt, ne? Ja, verständlich. Ah, Mensch. Mhm, Türen. Doch, das Bad. Ziehen, nicht drücken. Ah, ja. So, ah, und was haben wir hier? Schön. Zeit für das Kruzifix. Yay! Damit man ja nicht gucken kann. Fat and ugly, he made you this way. Da hatte wohl jemand Schwangerschaftspsychosen. Ja. Nein, sie war von einem Dämon besessen. Oh. Jojo. Das war ich. It's time. Es ist Zeit, sagt der Dämon. Aber Zeit wofür? Naja, gut, kann man sich eventuell denken bei der Narrative, die hier bisher gestrickt wurde. Ja. Wie das Ganze geendet ist und warum ihre ganzen Fotos da nicht mehr hängen und Ja. Nicht gucken, Kruzifix raus. Ich fühle mich mit dem Kruzifix einfach sicherer. Ich mag es. I am his mother now. And you can't take him away from me. Now leave, Detective. Ich bin jetzt seine Mutter und du kannst ihn mir nicht wegnehmen. Und jetzt geh, Detective. Und auf einmal steht da ein großer Spiegelschrank mitten im Zimmer. Weiche, Dämon! Play around with such things. Das war weg, weg. Also auch mit Auf- und Zumachen des Inventars kam es nicht wieder. Was mich dann ehrlich gesagt schon so ein ganz kleines bisschen beunruhigt hat. Also habe ich angefangen, das Kruzifix zu suchen. Ja. Warum hast du nicht Weihwasser in den Spiegel gehauen? Weil ich meinen Kruzifix wieder haben wollte, natürlich. Okay. Meinst du, ich riskiere es, mich mit einem Dämon anzulegen, wenn ich meinen Kruzifix nicht fest umklammert habe? Nein, vermutlich nicht. Aber wo ist mein Kruzifix? Ich weiß es nicht, vielleicht hat der Dämon es gegessen. Aber ich brauche meinen Kruzifix wieder. Kruzifix noch eins. Wo ist es denn nun? Ich bin ganz ehrlich, das war so der Moment, wo ich mich tatsächlich das erste Mal gefragt habe, ob es in diesem Spiel überhaupt möglich ist zu sterben. Denn so ohne Kruzifix, quasi mehr oder weniger wehrlos, wäre das jetzt der ideale Moment für den Dämon, uns anzugreifen. Ja. Ja, und aus dem Spiegel oder was auch immer, da trieft ja auch die Dunkelheit raus hervor, aber es passiert halt einfach nichts. Nö, ja, der Dämon, ja voll drin, ne? Ja, der Dämon wartet einfach ganz fröhlich darauf, dass wir unser Kruzifix wiederfinden. Ja, nicht, dass du dich nicht wehren kannst, das wäre ja böse und gemein. Aber wo ist es? Dann habe ich überlegt, kann man da eigentlich durchgehen? Ha.
Das sieht ja schon so ein bisschen wie eine Tür aus, ne? Ja. Aber, bevor ich da durchgehe, wollte ich meinen Kruzifix wieder haben. Vielleicht hier unter der Decke? Vielleicht auch nicht unter der Decke. Man, nichts Genaues weiß man nicht. Vielleicht im Teddybär. Aber das war so der Moment, der mir dann so ein bisschen die Spannung genommen hat, ob mir jetzt gleich was passieren könnte. Bin auch ganz ehrlich, ich denke inzwischen, dass man vielleicht gar nicht sterben kann. Was natürlich für so ein Horrorspiel eine ziemlich gemeine Erkenntnis wäre. Ja. Weil es dann schon so ein bisschen den Schrecken rausnimmt. Nicht in dem Maße, dass es keine Wirkung mehr hätte, aber es hat eine andere Wirkung als vorher dann. Ja. Wenn man das erstmal erkannt hat. Mein. Ach Mensch, er hat es ja sogar geschrieben. So. Was nun? Ohne mein Kruzifix, ohne mich. Jetzt gehe ich durch. Und auf einmal war mein Feuerzeug weg. Gut, sprühen wir jetzt hier alles mit Salz ein. Alles sehr dunkel. Was liegt denn da? Oh, was ist denn das da? Auf dem Fußboden. Aber diesmal konnte ich es auch hochheben. Und auf einmal war das Kruzifix automatisch gleich noch mit einer Taschenlampe. Wow. Ist das nicht wunderschön? Oh ja, Mensch. You are not welcome. Ja. Seht ihr die Schlange da hinten? Das ist jetzt quasi die Konfrontation mit dem Dämon. Die Schlange. Galt ja schon lange als die Verführerin, ne? Mhm. Schon in der Bibel. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich diese scheiß ekelhaften Schaufensterpuppen hasse? Oh. Das hab ich gar nicht wahrgenommen. Dass da was an der Decke hing. Ach so, diese Puppe konzentriert. Da ist das Baby, das wir suchen. Und es hat Besuch. Ich Mann. Erledigt, was mich
weiterhin vermuten lässt, dass dieser Dämon, der uns da in der Kirche bewusstlos geschlagen hat am Anfang, dass das vielleicht tatsächlich Pazuzu selbst gewesen ist. Weil der ist uns ja entkommen. Den haben wir ja nicht vernichtet, anders als jetzt hier in Kapitel 2 und 3, die Dämonen. Aber irgendwie... Der Ton war sehr unangenehm. So much, Detective. It's means more to me than I can say. It's all that I have now. Ich drückte Mr. DeMar mein Beileid aus, erwähnte aber nichts von meiner Begegnung mit dem Dämon. Was hätte ich auch sagen können? Wenn ich es nicht verstehe, wie sollte das dann jemand anderes? Als ich in die Station zurückkehrte, um die Gegenstände als Beweismittel zu hinterlegen, erwartete mich ein neues Paket. Wer schickt mir diese Informationen? Und woher wissen Sie so viel über Vater Bells Arbeit? Detective, a package arrived for you. It's on your desk. Yeah, you're welcome. Ein weiterer Fall erfolgreich abgeschlossen. Ein weiterer Dämon bezwungen. Aber diesmal haben wir uns nicht ganz so gut geschlagen. Oh. Dem Baby geht's nicht so gut. Das Baby hat Hirnschaden aufgrund von Erstickungserscheinungen erlitten. Stand da gerade. Das habe ich auch gar nicht lesen können beim ersten Mal. Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied mit den Schlangen. Ja, ob die durchgehen oder nicht. Wir haben ja diesmal auch nur 25%, ne? Mhm. Ja, weil wir nur eins von vier Zielen erreicht haben. Mhm. Also da ist definitiv noch Spielraum nach oben. Und das hier dann so der Moment gewesen, wo ich dann gemerkt habe, dass dieser komische Globus oder wie auch immer, dass da das Artefakt drin versteckt sein muss. Ja. Denn da steht er. Und wir können sogar noch mit ihm interagieren. Also wir können wahrscheinlich sein Rätsel noch lösen, genau wie mit diesem Statuenkopf. Ja. Das will ich bei Gelegenheit tatsächlich mal nachschlagen, was wir da eventuell machen müssen, dass wir uns diese Power-Ups dann vielleicht in der nächsten Aufnahmesession dann mal holen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir die wirklich brauchen, aber... Ich hatte ja gedacht, dass das so richtig ist, aber... Ja, und jetzt nochmal, oder nicht? Der untere Ring ist ja noch nicht korrekt. Ich bin ein Idiot. Das ist mir echt nicht aufgefallen. Und diese Statuenkopf, den muss man in bestimmte Richtungen drehen. Ich weiß nur noch nicht, in welche. Ah, okay. Ich weiß auch nicht, ob wir die Hinweise noch haben. Hm. Im Zweifelsfall würde ich das einfach nachschlagen wollen. Hinweise ist aber ein gutes Stichwort. Wir haben ja ein neues Paket gekriegt, ne? Ein Hinweis. So, und weil wir ja Blau und Schlau so erfolgreich gelöst haben, gucken wir jetzt mal, was auf unserem nächsten Brief steht. Hm. So, hier erstmal Hinweise. Auf den Ursprung. Ein Insasse aus New Hampshire hat uns das nämlich geschickt. Was schon mal eine interessante Information ist. Aber viel interessanter ist, was auf der Rückseite steht. Ja, das dauert jetzt eine Weile, weil ich Probleme hatte, das zu entzippern. Man einem noch auffallen, dass auf der Rückseite was steht. Gott sei Dank für Ihren Erfolg. Große Fähigkeiten gegen Abyssu bewiesen. Hey. Aber Pazuzu ist quasi auf Sie aufmerksam geworden. Und ich spüre seinen Zorn. Es gibt noch eine weitere Herausforderung, bevor wir uns Pazuzu stellen können. Sein Name ist Baal. Und das, was da drunter steht, das kann ich gar nicht lesen. Das konnte ich aber vorher auch nicht lesen. Ja. Unten steht auch irgendwas von, die Medizin ist keine Heilung. Nee. Und irgendwas von einer Plage, also das Wort Plague, das kann ich erkennen. Bindest du nochmal näher ran? Ähm.
Keine Ahnung. In der Hoffnung, dass das Spiel uns das vielleicht noch erklärt. Ich weiß nicht, was da steht. Aber anscheinend müssen wir verreisen. Oh ja. Sehr interessant, wie zur Hölle hat ein Insasse aus New Hampshire das arrangieren können? Hm. Warte mal kurz Pause, wir vertonen ja eh, ne? Irgendeine Krankheit greift um sich. Irgendwelche Leute sind dahin, um zu helfen und zu heilen, aber ihre Medizin ist keine Heilung. Ah, okay. Wenn ich das jetzt gerade richtig gedeutet habe, was da steht. So, da war eben noch zum Abschied so ein kleines You can't see me. Ja. Und damit sage ich schon mal Danke für Araka, dass sie an dieser Stelle mit mir nachvertont hat. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao. Self-High-Five. Ach so.